Bilder aus glücklichen Zeiten. Bilder, die einen fröhlichen Jungen zeigen, Suleiman Marcel. Den 16-jährigen Schüler, der am 16. Juli tot im Main in Frankfurt gefunden wurde. Für José Marcel ist der Tod seines Sohnes unbegreiflich. Oh, der Junge war fantastisch, begeistert, voller Mut, viele Freunde, hilfsbereit. Das ist ein großer Verlust bei Familie, die wir jetzt haben. Hier in diesem Offenbacher Wohngebiet lebte Suleiman mit seiner Familie. Am 15. Juli geht er mit Freunden in Frankfurt das WM-Endspiel ansehen. Sie haben Spaß, feiern und trinken Alkohol. Gegen 2:30 laufen sie über die Zeil. Suleiman ist zu diesem Zeitpunkt scheinbar schon ziemlich K.O. Wollten die Freunde zum wenige Meter entfernten Nachtbus an der Konstablerwache, der wäre 20 Minuten später nach Offenbach gefahren. Doch dort kommt Suleiman nicht an. Der 16-Jährige wird 2 Tage später tot im Main gefunden, am Eisernen Steg. Die Kriminalpolizei hat versucht, Suleimans letzten Abend zu rekonstruieren. Was wir bislang wissen, ist, dass er sich während des Abends mit Freunden bzw. mit Bekannten in der Frankfurter Innenstadt aufgehalten hat. Er war dort auch in Bars, also er hat auch ein bisschen was getrunken. Ja, aber allerdings verliert sich dann so ein bisschen seine Spur. Also wir wissen nachher nicht, wie es tatsächlich zu dem Unfallgeschehen kam oder ob es sich tatsächlich um ein Tatgeschehen handelt. Ich kann das nicht vorstellen, wie kann man sowas passieren bei einem 16-Jährigen. Wir können auch nicht schlafen jeden Tag, wir können auch nicht essen, wenn wir an unseren Sohn denken, was passiert ist. Suleimans Vater ist ein Chat zugeschickt worden. Eine Freundin seines Sohnes berichtet, es sei zu einer Auseinandersetzung mit Fremden gekommen. Alle hatten dann Schlägerei und die haben Sule über Brücke geworfen. Und keiner hat ihm geholfen, oder was? Keiner hat gemerkt, weil Schlägerei war und seine Freunde dachten, der ist weggerannt. Ob es hier am Main tatsächlich eine Schlägerei gab, ist noch immer unklar. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus. Wir haben im Rahmen der Ermittlungen Zeugen befragt. Zeugen, die etwas zu dem Abend sagen können, also die sich auch mit ihm an dem Abend in der Innenstadt aufgehalten haben. Wir versuchten, diesen Abend so gut es geht nachzuvollziehen. Allerdings ist uns das bislang nicht ganz lückenfrei gelungen. Nach einigen Zeugenaussagen habe Suleiman sich von der Gruppe getrennt. Er sei alleine Richtung Main gegangen. Für die Polizei ist es aktuell, nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, nicht ganz einfach, die letzten Stunden wirklich nachzuvollziehen oder die letzten Minuten nachzuvollziehen, was dann tatsächlich passiert war, was tatsächlich mit dem Jungen passiert ist, wie er dann letzten Endes ins Wasser kam. Noch stehen rechtsmedizinische Gutachten aus, die Auskunft darüber geben, ob der Schüler beim Sturz ins Wasser noch gelebt hat oder möglicherweise bereits tot war. Die vielen offenen Fragen um Suleimans Tod belasten seinen 50-jährigen Vater. Für uns momentan, ich kann so sagen, für uns ist es sehr, sehr, sehr schwer. Schwer und traurig. Weil wir können das nicht anfassen. Wir können das nicht glauben, dass Suleiman so einfach weg verschwunden auf der Erde. Das kann man nicht verstehen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die den Schüler am Eisernen Steg oder in der Nähe der Brücke gesehen haben. Für Informationen, die zur Aufklärung der Todesumstände von Suleiman Marcel führen, ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kripo Frankfurt.